So, willkommen zurück bei Gelb. Ich habe den Sound jetzt, wie ihr merkt, noch leiser gemacht, weil das letzte Mal immer noch ein bisschen laut war. Und wir fangen jetzt Zapdos! Zapdos! Eins der legendären Vogel-Pokémon. Ja, ihr seht, das Level 50. Aber den Vogel-Slam von Relaxo wird zu überleben. Also Relaxo, mach mal deinen... What the fuck? Vogel-Slam! Ja, das vorhin war nur ein Volltreff, also den Donnerschock wird's überleben. Scheiße. Doppelscheiße. Und Relaxo ist langsamer. Ich glaube, Pikachu wäre hier gar nicht so falsch. Nicht sehr effektiv. Bitte versuchen Sie es beim nächsten Mal, nochmal. Okay, dann Donnerblitz. Nein, nicht Donnerschock, Donnerblitz. Los, komm schon. Bam, was, sehr effektiv? Was, der Hell? Ist doch vom Typ Elektro noch. Sieht aber trotzdem erbärmlich viel, wenig ab. Eieiei, okay, dann lass mal dieser Flower. Scheiße, jetzt habt ihr keinen Bohrschnabel. Ich wette, das setzt es jetzt ein. Auch nicht. Naja, macht nichts. Ja, jetzt kommt der Bohrschnabel. Das ist natürlich ein Kill. Da ist gar nicht viel diskutieren darüber. Lass mal Glurak mal ran. Mit Geowurf! Nein, kein Bohrschnabel. Du überlebst es. Bam! Einmal geht noch. Ah! Vergaß, auch sehr effektiv. Junge, Junge, was ist jetzt los? Naja. Komm, Relaxo. Ich versuch's mal mit einer Erholung, hoffentlich überlebt's den Bohrschnabel, ich glaube aber nicht. Nö. Ah, dann lass uns Dickte mal ran. Aus dem Grund, weil wir jetzt ein Item verwenden. So. Lazo ist hier das, der Schlüssel zum Fangen von Zapdos. Weil Relaxo viel einstecken kann. So, lass mal Relaxo nochmal ran und geben ihm eine zweite Chance mit Body Slam! Fuck! Volltreffer! Leck mich doch am Arsch! Okay, laden wir das Ganze nochmal. Hoffentlich ist das jetzt verbuggt. Der Bildschirm. So, hier ein Zapdos nochmal. Wir versuchen es noch einmal. Ich habe mich vertippt, scheiße. Headbutt! Jetzt kommt eine Erholung aus dem Grund, weil er jetzt unsere Lachsu schwächt. Jetzt hätten wir uns X-Tempo kaufen sollen, damit Relaxo schneller ist, Zapdos ist. Weil das wäre ja gar kein schlechtes, ja, das wäre ja gar nicht schlecht, sag mal so. Ist ja gut, der Donnerschock, ich hab's kapiert, was Volltreffer. Ach Gott. Ja, jetzt ist aber Volltreffer schon wieder. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich verstehe die Welt nicht mehr, aber ich verstehe nur eins, dass Glurak jetzt down ist. Oh mein Gott. Was? Nicht sehr effektiv? So, die ersten 5 Minuten famen wir schon. Hoffentlich wird's dann besser. Wenn es weiter nicht besser wird, lassen wir das Ganze und wir konzentrieren uns nur aufs Bälle schmeißen und auf die Taktik scheißen wir dann komplett. So.
Aber dieses Zapdos wird gefangen. What the fuck? Schon wieder Volltreffer. Also, das ist doch nicht mehr normal. Ich wette wieder Volltreffer. Glück gehabt, Zapdos, weil sonst wird es dir an den Kragen gehen. Naja. Dann spielen wir mal die Pokéflöte. Das Problem ist, in dieser Generation können sie ihre Attacken unendlich mal verwenden. What the fuck? Nicht einmal annähernd. Ich bin so schlau. Die Adapterholung einsetzen sollen schon eine Runde vorher. Turtok. Ich probiere es mal mit einer weniger starken Attacke. Ach, egal. Hyperball. Vielleicht war es doch ein bisschen zu früh, jetzt schon Zapdos fangen zu sollen. Habe jetzt Schloss auf angemacht. Fuck, geht mir das auf die Nerven. Und wenn es ein extra Part lang wird. Wir fangen das Zapdos, egal was abgeht. Und egal wie viel wir failen werden. Nicht so effektiv. Ha! So. Jetzt hast du einen Status, wer zusätzlich ist, bist du leichter zu fangen. Ich sagte, du bist leichter zu fangen. Was ist los mit dir? Hast du irgendwas geschluckt, dass du dich nicht fangen lassen willst? Ich wette, jetzt wird's durch Gift gekillt. Schon wieder nichts. Ja, Volltreffer mal wieder. Wie soll es auch anders sein? Lass mal unser schwächliches Pikachu jetzt ran. Wir haben zu schwache Pokémon. Also für Zapdos fangen meine ich. Aber ich mache es trotzdem. Und selbst wenn es mich umbringt. Zwei Tage später. Dumm. So, ich habe es gespeedet, weil es mir auf die, ich sag auf gut Deutsch mal Eier ging. Body Slam! Das muntert mich vielleicht wieder ein bisschen auf. Also. What the fuck? Vorhin war auch Aufholtreffen, das hat nicht so anreichend viel abgezogen wie jetzt. What the hell? Bin ich hier im falschen Film oder was? Das vorhin hat Borschtrabi gerade mal bis zur Hälfte abgezogen, ne? Oder war das Donnerblitz? Ne, Donnerschock. Ne, glaube ich eher nicht. Schon wieder Volltreffer. Dieses Zapdos ist ein Volltreffer-Viech. Ich wette wieder Volltreffer. So 1 von 100% wette ich. Ah, doch nicht. 1 von 100%, was ist denn das für ein Areal? Warum sag ich Areal? Da gibt es gar keinen Sinn. Was quatsche ich hier dauernd? Ich sollte weniger Scheiße quatschen. Oh, und jetzt müssen wir Erholung verwenden, sonst killt Zapdos unsere Relaxo. Aber jetzt wird's eh passieren, Volltreffer, glaube ich. Ich hab's gewusst. Okay, dann schlafen wir eben. Oh Gott, Zapdos, was machst du? Du bist doch nur ein legendäres Vogel-Pokémon mit Level 50, das vom Typ Flug und Elektro ist. Und das mir auf die Eier geht! Hyperball! Nicht einmal anschauen willst du dich den Ball!
Ich hab, der Ball ist schön eingerichtet, da ist alles drin, was du haben willst. Da ist eine Couch, ein Fernseher, eine Villa mit Pool ist da drin. Was noch? Und das Portalgerät. Ja, wenn ihr Portal 2 zockt, dann wisst ihr, was ich meine. Naja, Pokéflöte. Jetzt nervst du mich aber langsam, weißt du das? Haben wir irgendein Heil-Item? Ja, bestimmt. Was? Ich hätte die Items nicht vorher verwalten sollen, oh Gott. Tod. Ja, Pika, das muntert mich auch nicht mehr auf, dein Pika, Pikachu. So, ruckzuckieb. Weil die anderen Attacken sind nicht so effektiv, obwohl sie eigentlich normal effektiv wären. Pikachu geht, glaube ich, down. Ja, dachte ich mir. Hör auf zu schreien. Nimm's wie ein Mann. Setz mal Glurak ein, kommt ein Donnerblitz. Setz mal Turtok ein, kommt ebenfalls ein Donnerblitz. Kommt dieser Flock, kommt der Bohrschnabel. Glurak. Das wird nichts mehr, das kann ich euch schon mal vorhersagen. Ja? 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 Yes! Geil! Dieses legendäre Vogel-Pokémon erscheint meist während Gewittern. Am wolkenverhängenden Himmel. Nein, kein Spitznamen. Oh, ich bin froh, erstmal Safe State. Eieiei. Okay. Und was willst du jetzt damit sagen, wildes Pokémon? Dass du ein Magnetilo bist. Ich räche mich für das Zapdos, das du gefangen hast! Ach komm, verpiss dich. Rasierblatt und weg. Das hat mir echt Schwein. Die ersten paar Male, nichts. Will sich nicht mehr anschauen, den Ball. Und dann, auf einmal, zack, drin. Alter, ich liebe diese Edition. Immer neue Überraschungen. Okay, verlassen wir das Kraftwerk. Und wir kommen nie wieder hierher. Oh, so, erstmal tief durchatmen und was machen wir jetzt? Silpsko. Waren wir schon in fliegen wir nach Sofronia City und schauen uns die Stadt an. Und dann gehen wir in die Silpsko. Willkommen im Pokémon Center, ja. Ich habe einen Zapdos gefangen! Ha! Obwohl meine Pokémon kurz vor dem Aufgehen waren! Schau dir das doch an! Ja, ganz toll! So, deine Pokémon sind wieder topfit, komm jederzeit wieder vorbei! Hey, nein! Ich will das jetzt besprechen! Du quatsch mich auch immer voll! Ich habe das Zapdos mit einem Hyperball gefangen! Ich habe ihn in der Hand gehabt und dann auf ihn geschmissen! Und dann war er drin! Die Die Silpsko ist sehr bekannt. Deshalb wurde Team Rocket auf sie aufmerksam. Der Zeitpunkt der Entwicklung ist von Pokémon zu Pokémon unterschiedlich. Ach, ist das schön. Ich liebe dich, Zapdos. Schauen wir es uns nochmal an. Ja, ich bin so stolz drauf. ...1,60 Meter, ist aber klein für ein legendäres Pokémon. Okay, genug geprahlt von unserem Fang mit Zapdos. Ich wünschte, die Top 4 kämen und stampften Team Rocket in den Boden. Oha, übertreib's nicht gleich.
Wenn wir es die Silph-Core unter Kontrolle haben, können wir in die ganzen Welt mit Pokémon handeln. Psychologenhaus. Achso, da waren wir schon, okay. Der hat uns Psychokinese gegeben. Hatte ich ganz vergessen. Selbstkopf, wir Ruhegebäude, gehen wir aber jetzt noch nicht rein. Ich fühle mich wunderbar, wenn ich böse bin. Oha, ganz harte. Selbst für Trainer. Der Superball erhöht die Fangquote. Probiere ihn bei Pokémon aus, die schwer zu fangen sind. Oder noch besser, einen Hyperball, mit dem wir Zapdos gefangen haben. Okay, ich hör auf damit. Eigentlich voll unlogisch, ne? Hier müsste man eigentlich weitergehen können, aber gut. Das Gebäude, das liegt ja nicht, ne? Was willst du hier? Hau ab, verpiss dich! Oha, die Stadt ist viel kleiner als ich dachte. Wahrscheinlich wegen den ganz vielen Häusern. Das soll die Stadt ein bisschen größer erscheinen lassen. Was ist das? Kampfdojo. Ja, gehen wir mal rein, was soll's? Ja, lass mich wieder so Flo mal ran. Ach, warte, wir haben jetzt 30 verschiedene Pokémon, ne? Okay, dann holen wir uns schnell einen Detektor, bevor wir es vergessen. So, ab nach Orania City. Rotsteig aufs Fahrrad. Ich weiß, ich wollte aufhören zu singen, aber ich kann mich nicht beherrschen. Ich glaube, ich sollte mal spaßeshalb so ein Let's Sing Pokémon-Part machen. Das wäre witzig. So, hier ist der Assistent. Hör auf zu quatschen, gib mir den Detektor. Überfall, das ist ein Überfall! Hör mit dem Detektor! Ja, ja. Und wie funktioniert der jetzt? Ich habe den ewig lang nicht mehr verwendet, den Detektor. Testen wir ihn mal aus. Detektor. Nichts, der Detektor schlägt nicht an. Schade. Und hier, was ist hier? Nichts, der Detektor schlägt nicht an. Na, wahrscheinlich habe ich schon alle versteckten Items gefunden. Da ich ja so gut bin. Selbst so stinkt, ich weiß. ist hier eigentlich was? Wir haben hier Surfer, schauen wir mal einfach mal nach. Ach ja, wir können jetzt auf die MSN, ne? Und da surfen. Ich mach mal ein Safe State, ja. Und schau nach, was dann passiert. Wir können jetzt auf Schiff, da wir ja verloren haben. Ach, wir haben unsere Bootsticker nicht dabei. Toll. Okay, dann das muss gut sein. Dann machen wir es irgendwann später, wenn wir Zeit haben. Ich wundere mich, dass keine Pokémon auftauchen. Ah, so, ein bisschen entspannen. Und surfen wir mal ein Stückchen. Das müssen Anton sein. Ah, ich bin so gut. Ich weiß, Eigenlob-Ding, ihr könnt einen Daumen runter geben, wenn ihr wollt. Habe ich Rasierblatt eingesetzt. Dieses Entern war es doch gar nicht wert. Naja, egal.
Oh, das war's schon. Oh. Ah, ich werde mich so freuen auf die Wasserrouten. Okay, genug, genug rumgealbert. Jetzt wird's ernst. Wir gehen ins Kampf-Dojo. Unsere Pokémon sind schon kalt. Ja, genau. Wir haben ja so diese, ganz schlechte Simulation von einem Gespräch gemacht im Pokécenter. Ja! Und bevor der Zutritt zu unserem Kampf-Dojo verboten! Kann man übrigens ganz leicht mit einem Nebulock alle besiegen. Egal welches Level Nebulock hat. Weil die können nicht, die können Nebulock nicht angreifen, weil die Kampfattacken von dem immer fehlschlagen. So, verwendet mal Rasierblatt. Um mich dieser Floor ist so stark gesetzt hab. Zwei Gründe. Der erste Grund ist, dieser Floor ist stark gegen Kampf-Pokémon, da Kampf-Pokémon, ja, sag mal so, nicht sehr effektiv gegen Pflanzen-Pokémon sind. Außerdem hat dieser Floor das niedrigste Level. So schaue ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. So, hier haben wir wieder unser Mankey oder Monkey. Was ist denn mit dem Ton los? Hört sich so komisch an. Naja. Hoffentlich beeinflusst es nicht die Aufnahme. Ich wette, hier unten, ganz unten ist jetzt ein Fehler, richtig? Wenn nicht, dann ignoriert es einfach, aber ich glaube, das kommt dann, weil ich Safe State setze. Also wenn ich Safe State setze, dann ist da unten irgendwie immer so, ja, Müll, der eigentlich weggeschnitten werden sollte oder nicht hergehört. Kann auch sein, dass ich mich gerade irre. Dann. Und der Sound ist verbuggt, sehr schön. Du solltest sehr gut sein. Beweise es mir. What the hell? Was ist denn das für ein verbuggter Sound? Ist ja noch schlimmer als Yu-Gi-Oh! Ne, Spaß, Yu-Gi-Oh! Ist schlimmer. Hört sich so hallmäßig an, als wäre ich in der Höhle. Stimmt, kann ich eigentlich einstellen, mal wenn ich in der Höhle bin, dann kann ich ja den Sound umstellen. Kann man ja mit der Windows im Soundfunktion. Ich glaube, das versuche ich mal in einem anderen Let's Play. Vielleicht in meinem nächsten Pokémon Let's Play. Das wird, glaube ich, die Schwarz werden, ja. Da, weil sie es ja abgebrochen hat, werde ich es machen. Boah, geil, der Himmel da draußen. Ich schaue gerade aus dem Fenster und geiler Sonnenuntergang. Schiedsrichter! Keine Herausforderung ist mir zu hart. Ich zertrümmer Steine mit bloßen Händen. Ja! Ja, bam! Aua! Wegen dir habe ich den Stein in mein Gesicht. Oh, hey, Entschuldigung. Ich habe so viel Zeichentrick in den letzten Tagen geschaut. Ei, ei, ei. Weniger Zeichentrick schauen, mehr Pokémon spielen. Ja, erhöht seine Volltrefferquote, bringt ihm allerdings nichts. Rankenhieb. Warum ist der Sound so verbuggt? Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. Autsch, ich habe eine Prellung. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch locker schaffen. Ich dachte, wir brauchen jetzt da mehr als eine halbe Stunde für diese Kampf-Dojo-Typen. Naja, dann schauen wir in die letzten 7 Minuten nach, was, was da auf der MSN so alles los ist. Viele meinen ja, es gäbe hier Mew zu fangen, aber das ist Blödsinn. Das ist ein Mythos. Und den werde ich jetzt beweisen in diesem Part. Auf Kevin Let's Play Channel. Part, was ist das für ein Part? Pokémon Part 28. In der Game Edition werde ich es beweisen. Aber machen wir erstmal das Mankey Cult. Hätte nicht gedacht, dass wir das Brotticket noch verwenden würden. Aber naja. Was soll's? Also Seeblatt. Das müsste wieder ein Kill sein, ja. Also Seeblatt ist immer Volltreffer, falls ihr euch wundert und dieses Let's Play nicht ganz schaut. Und der Sound ist wieder verbuggt. Das war vorher gar nicht so.
Vielleicht liegt es daran, dass ich hier Safe States gesetzt habe. Ich bin der Karate-Meister, ich leite diese Arena. Du forderst mich heraus, dann kenne ich keine Gnade. Los geht's! Der hat einen Noctan und einen Kikli. Eins von den beiden Pokémon kann man sich dann nachher aussuchen, was man dann haben will. Ja, versuchen wir es mit der Schwächmethode, indem wir Egelsamen und Giftpuder verwenden. Nicht sehr effektiv. Das ist so, als würdest du eine Pflanze zertreten. Eigentlich wird es dann doch sehr effektiv, weil Pflanzen sterben ja dann, wenn man sie zertretet, ne? Also müssten die Attacken sehr effektiv sein und nicht sehr effektiv. Ich weiß nicht, was die Macher dafür ein System gehabt haben für die Attacken, aber nur ja, naja gut. Passt mir jetzt eigentlich. Denn dieses Kickler hat keine Chance gegen unser Bisaflor. Sondern jetzt greifen wir an. Rasierblatt. Naja, wir hätten es eigentlich mit Schwächen brauchen, aber ist wurscht. Hätten wir überhaupt nicht Schwächen brauchen. Lol. Na okay, dann vielleicht schaffen wir das Noctan auch. Allerdings kann das Noctan Feuerhieb oder so eine Hieb-Attacke oder Eishieb, keine Ahnung. Und die Attacken sind effektiv gegen diese Flower, weil sie ja je nach Element einen eigenen Typ haben. So. Oh, ich wurde zerschlagen. Ich bin deiner Gnade würdig, unwürdig. Trotzdem flehe ich dich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Ich bin ein großer Fan von Kikli, deswegen nehme ich immer Kikli. So. Nope. Gut, und dann... Das andere können wir leider nicht mitnehmen. Dann schauen wir jetzt mal nach, was mit dem Mio am MSN-Mythos auf sich hat. Okay, dann im Pokécenter. Erstmal heilen, das ist das Wichtigste. Danke, ey. Pokémon ist noch wieder fett, ja. Ran an die Box. Scheiße, was mache ich da? Egal. Ich hole mir erst das Bootsticket. Yeah. Bootsticket hier. Okay, das war's. Mehr brauchen wir nicht. Ah ja, Safe State. Na, nicht den Bildschirm verzerren, sondern hier selbst jetzt so. Irgendwie flackert immer meine Mini-Anwendung und das ganze Zeug daneben an, wenn ich ein Safe-Set setze. Hoffentlich hat es keine Einwirkung auf das Video. Was, hier ist das Radfahren verboten? Warum denn? Das ist ein Tor, sag ich mal. Naja, macht nichts. Okay, jetzt können wir auf die MSN. Und surfen wir mal. Ja, es ist hier möglich zu surfen. Und wie ihr sehen könnt, seht ihr ein Mew? Also ich sehe keins. Achso, viele meinen, es soll hier in dem Laster drin sein. Und es ist ein Mew. Aber hier ist kein Mew, seht ihr? Versuchen wir mal zu angeln, haben wir eine Angel dabei. Nee, schade. Ja, lustige Idee, aber egal. Okay, das war's. Ihr seht, hier gibt's kein Mew. Das heißt, wir verlassen wieder das Ganze. Und ja, gehen vor die Silpsko. Ja, ich kann eigentlich fliegen, das wird schneller. Hoffentlich schaffe ich noch exakt die halbe Stunde drauf zu kriegen. Komm schon, die halbe Stunde will ich genau drauf kriegen. Nein, falsch vertippt, jetzt aber. 10, 9, 8,
7. Scheiße, ich bin falsch. 6. 5. 4. 3. Okay, im nächsten Part stimmen wir die Silvescore. Bis dann, servus.